Fortsetzung der Maßnahmen, die von der AVR Energie mit dem Bau des Biomasse-Heizkraftwerkes in Sinsheim und der Entwicklung eines Wärmenetzes geleistet wurden, konsequent weitergeben. Mit der Einrichtung einer Stabsstelle für Wirtschaftsförderung in Europa, die direkt mir unterstellt ist, wurde zum Themenkomplex Wirtschaftsförderung ein erster Schritt getan. Ziel soll es sein, eine effektive Förderung des wirtschafts- und innovationsstarken Standorts Rhein-Neckar-Kreis, verbunden mit einer aktiven Zusammenarbeit von Wirtschaft, Politik und Verwaltung, Impulse zu setzen, um die Lebensbedingungen der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner zu verbessern. Es ist vorgesehen, zunächst ein Leitbild unter Einbeziehung aller Akteure zur strategischen Ausrichtung der Wirtschaftsförderung zu erarbeiten. Aufbauen auf diesem Leitbild soll dann ein Ziel- und Kennzahlensystem konzipiert werden, verbunden mit einem aussagekräftigen Berichtswesen. Dieses dient der Analyse, der Zielerreichung und Effizienz und damit der späteren Steuerung. Ein sehr bedeutsamer Faktor für einen modernen Standort ist nach wie vor die flächende Versorgung mit Breitband. Als erste Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur sind daher Maßnahmen zur Evaluierung und der Erhöhung der Breitbandverfügbarkeit im Rhein-Neckar-Kreis geplant. Aber auch der weitere Ausbau von E-Government-Lösungen, um den derzeitigen und künftigen Anforderungen der Wirtschaft, aber auch unserer Einwohnerinnen und Einwohner gerecht zu werden, lässt sich als Handlungsfeld zu diesem Thema zählen. Ich nenne zum Beispiel nur den einheitlichen Ansprechpartner, die Online-Kfz-Zulassung, die es beim Rhein-Neckar-Kreis noch in diesem Jahr geben wird, das Pilotprojekt E-Mail oder die Behördenrufnummer D115, für die der Verwaltungs- und Finanzausschuss in seiner Sitzung im September grünes Licht gegeben hat. Für diese Maßnahmen sind ebenso Mittel im vorliegenden Haushaltsplanentwurf vorgesehen, wie für die Verbesserung des Internet- und Intranet-Angebotes des Kreises. Alle Aufgaben des Kreises und nicht nur diejenigen, die unter die genannten strategischen Ziele fallen, lassen sich hierfür nur bewältigen, wenn ausreichend motiviertes und engagiertes Personal hierfür zur Verfügung steht. Deshalb noch ein Blick auf den Personalauswahl. Eine Steigerung um mehr als 5,8 Millionen Euro und damit einhergehend um mehr als 82 Stellen erschreckt. Diese Steigerung um knapp 9% resultiert zunächst einmal in Höhe von mehr als 2% auf eingeplanten tariflichen und Umlagesteigerungen, die wir nicht beeinflussen. Im Übrigen, und daraus möchte ich auch gar keinen Hehl machen, resultiert sie aus den bereits erwähnten zusätzlichen Stellen. Aber auch hier sollten wir differenzieren. Durch Ihre Entscheidungen, zuletzt im Verwaltungs- und Finanzausschuss im Juli, wurde der Großteil der Stellenzuwächse bereits genehmigt. Wir vollziehen daher im Stellenplan lediglich die Stellenbesetzung, die aufgrund der Veränderung von gesetzlichen Rahmenbedingungen, denken Sie an die Umsetzung des Teilhabe- und Bildungspaketes, von Eingliederungen, Jugendhilfe der Stadt Weinheim, aufgrund vollständigen Kostenersatzes oder Kostendeckung, Bereich der Kfz-Zulassung oder der Festlegung strategischer Ziele beschlossen, genehmigt und teilweise bereits umgesetzt sind. Durch Aufgaben- und Fallzahlensteigerungen waren rund 14 Stellen als unabweisbar in den Stellenplan mit aufzunehmen. Die Erläuterungen werden zum Stellenplan detailliert vorgenommen. Diesen Stellenanforderungen stehen gleichzeitig Einsparungen von 12 Stellen gegenüber. Sie sehen also, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die weit überwiegende Mehrzahl der Ihnen zur Bewilligung vorgelegten Stellen bereits durch Ihre Entscheidung vorgegeben sind. Noch ein Wort zum Eigenbetrieb Bau und Vermögen. Der Erfolgsplan weist gegenüber dem Jahr 2011 einen erhöhten Aufwand von rund 2,4 Millionen Euro auf, wobei ein Betrag von rund 1,8 Millionen Euro zu einer Erhöhung der Nutzungsentgelte des Rhein-Neckar-Kreises führt. Im Wesentlichen sind diese Erhöhungen auf einen erhöhten Mietaufwand von rund 650.000 Euro, einen höheren Aufwand bei der Reinigung, einen angepassten Aufwand bei der Bauunterhaltung und auf einen höheren Aufwand bei den Kreisstraßen in Höhe von 900.000 Euro zurückzuführen. Bei den Kreisstraßen wurde das Sicherheits- und Deckenprogramm, das bisher im Vermögensplan veranschlagt war, dem Erfolgsplan zugeordnet, sodass allein aus diesem Bereich auch ein Mehraufwand von 700.000 Euro entsteht. Das Investitionsvolumen des Eigenbetriebs Bau und Vermögen beträgt insgesamt 16,7 Millionen.
Gemeindegrundvermögen 1,3 und Kreisstraßen 10,1 Millionen Euro. Bei diesen Investitionsmaßnahmen handelt es sich überwiegend um die Veranschlagung von Fortsetzungsmaßnahmen und um Einzelinvestitionen an verschiedenen Standorten im Zusammenhang mit Gebäudesanierung, zum Beispiel im Brandschutz. Und bei den Kreisstraßen sind im Entwurf folgende neue Maßnahmen aufgenommen. Kreisverkehrsplatz Balzwil, Georg-Radweg Rettigheim und, Herr Bürgermeister, Sie werden es gerne hören, Kreisverkehrsplatz Edingen. Für die Tilgung von Krediten sind im Jahr 2012 4,3 Millionen Euro vorgesehen. Im Jahr 2010 hat die GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar GmbH erstmals seit ihrer Gründung mit einem Gesamtdefizit abgeschlossen. Neben den seit Jahren andauernden und auf der Grundlage der bisherigen Finanzierungsstrukturen unvermeidlichen Verlusten in den geriatrischen Reha-Kliniken ergab sich erstmals erhebliche Unterdeckungen in den Kliniken Eberbach und Sinsheim. Vorrangiges Ziel der Jahre 2011 und 2012 ist die finanzielle Konsolidierung dieser Einrichtungen. Ein positiver Aufwärtstrend wird sich in Eberbach nach Abschluss der Stationssanierungen Anfang 2012 ergeben. Bei der umfassenden Sanierung waren Belegungseinschränkungen nicht zu vermeiden. Mit der Inbetriebnahme des Linksherzkatheter-Messplatzes und der Kooperation mit dem Universitätsklinikum Heidelberg im Bereich der invasiven Kardiologie und Angiologie wird die notwendige Leistungssteigerung nachdrücklich unterstützt werden. In Sinsheim wird die außerordentliche Erhöhung der Fallzahl zu einer deutlichen Erlössteigerung führen. Neben der positiven Entwicklung in der chirurgischen Abteilung bestätigt die Entwicklung der Anfang 2011 in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Heidelberg eingerichteten neurologischen Hauptabteilung die Notwendigkeit und hohe Akzeptanz dieser neuen Fachrichtung. Die bisherige Entwicklung im Jahr 2011 ist durch eine deutliche Steigerung der stationären Patienten in den Kliniken sowie eine höhere Auslastung im Bereich der geriatrischen Reha gekennzeichnet, wobei zusätzlich auch in den Pflege- und Betreuungseinrichtungen erfreuliche Belegungsentwicklungen zu verzeichnen sind. Neben diesen durchaus positiven Entwicklungen, die grundsätzlich zu einer finanziellen Konsolidierung beitragen werden, gibt es erhebliche Unsicherheiten im Bereich der finanziellen Rahmenbedingungen. Durch die unklare Finanzierungsstruktur der Kliniken einerseits und die zu befürchtenden Auswirkungen der anstehenden Tarifverhandlungen andererseits. In den kommenden Wochen stehen wichtige Beratungen zum Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung an. Das Gesetz muss zu einer Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen beitragen, damit eine Finanzierung der Mehrkosten aus der Tariferhöhung möglich ist. Die Forderung des Marburger Bundes für die anstehenden Tarifverhandlungen liegt bei einer Steigerung der Ärztegehälter um 6% und sehen deutliche Verbesserungen bei den Bereitschaftsdiensten vor. Für alle anderen Beschäftigten läuft der TVÖD zum 29.02.2012 aus, wobei auch hier erhebliche Tarifforderungen zu erwarten sind, insbesondere um die Attraktivität der Pflege zu erhöhen. Auf der Grundlage der Budgetvereinbarungen und der Belegungsentwicklung kann eine deutliche Verbesserung der Betriebsergebnisse für 2011 erwartet werden. Ein Gesamtdefizit wird jedoch verbleiben. Im Anbetracht der unsicheren Gesetzesvorhaben, der fehlenden Budgetsteigerungen und der noch offenen Tarifverhandlungen will ich derzeit für 2012 jedoch keine Prognose abgeben. Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, dass die baulichen Strukturen in den GRN-Einrichtungen weiterhin verbessert werden und der Rhein-Neckar-Kreis bei den Investitionen in den stationären Versorgungsbereichen auch in der Zukunft ergänzende Investitionszuweisungen leisten wird. Für das Jahr 2012 steht der Abschluss der Generalsanierung in Eberbach